Beim Stichwort Musik aus Hannover denken viele zuerst an bekannte Bands wie Fury in the Slaughterhouse oder Terry Hawks. Aber Hannovers Musikszene hat mehr zu bieten als die altbekannten Namen. Rebecca Höchstädter stellt Ihnen jetzt eine noch recht junge Band vor. Sie heißt Klang Heimlich und zumindest der Name klingt schon mal sehr interessant. Leise und unauffällig sind sie bestimmt nicht. Klang Heimlich. Die junge Band aus Hannover überzeugt mit Klanggewalt und Einzigartigkeit. Geige, Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre und Klavier. Eine wirklich ungewöhnliche Mischung. Das ist so entstanden. Wir haben uns, glaube ich, so vor 2 Jahren genau hier im Proberaum getroffen und haben uns einfach gedacht, irgendwas mit Geige zu machen. Das war so die Idee. Wir haben es einfach mal bunt gewürfelt. Und dann haben wir einfach relativ schnell bemerkt, dass es ein cooler Sound ist, der besonders ist oder den wir echt mögen und wo man viel machen kann. Jeder kommt so aus einer ganz anderen Ecke. Also jeder hat so seine Vorlieben und das ist halt genau das Interessante, dass das halt dann im Songwriting zusammenkommt, diese unterschiedlichen Backgrounds. So wird es halt nie langweilig und so inspirieren wir uns gegenseitig, auch wenn wir uns jetzt schon sehr lange kennen und einen eigenen Sound haben, kommt es immer wieder dazu, dass wir was ganz Neues irgendwie machen. So. Und tatsächlich fällt es schwer, die Musik von Klang Heimlich in ein passendes Genre einzuordnen. Grundsätzlich könnte man sagen, dass sie klassischen Pop spielen. Aber die verschiedenen Einflüsse geben jedem Song eine eigene Tendenz. Eine wahre Klangvielfalt. Also wir haben ja eine EP aufgenommen, die haben wir von jemand anderem extern mischen lassen, weil es sehr schwierig ist, sich da auf einen Sound zu einigen, weil wir alle unsere Vorstellungen haben und das teilweise auch in unterschiedliche Richtungen geht und dann jeder auch meistens natürlicherweise auf sein eigenes Instrument am meisten Augenmerk legt. Eine eigene EP gibt es also schon. Und jedes der 4 Lieder ist von der Band selbst geschrieben. Als Musikstudenten haben sie alle ein Gespür für den richtigen Klang, sind aber auch sehr perfektionistisch. Also es gibt immer viel Brei, es gibt immer viele Ideen auf einmal und manchmal muss man einfach die Sachen so ein bisschen runterbrechen und ich bin da ganz gerne mal so ein bisschen der Minimalist, der sich auch ganz gerne mal so in Loops und Schleifen irgendwie festhört und sich darin verträumt und dann irgendwie langsam irgendwie Dinge entwickeln mag. Für die Texte ist Sängerin Barbara verantwortlich. Das, was mich halt gerade bewegt, es kann auch einfach irgendwie nach einem Telefongespräch sein oder ein Film oder wie gesagt, einfach irgendwie an der Bushaltestelle einfach ein Spruch oder so. Das löst dann halt irgendwas in mir aus und dann habe ich oft so eine Zeile. Und wenn die Zeile stark genug ist, kann ich mit diesem Gefühl oder mit dieser Idee oder mit dieser Vorstellung im Kopf den Song komplettieren, also den Text fertig schreiben. Stopp! Spaß an ihrer Musik, das haben die 6 von Klang Heimlich. Und dabei sind ihre Songs gar nicht so heimlich, dafür aber klangvoll und präsent. Eine Bereicherung für die Musikszene. Uns fehlt nichts, denn es fehlt nichts, und es fehlt nichts.